Ja, hallo, Wochenrückblick, war ganz schön was los. Hatte Besuch von der Landesgruppe Jan Plobner aber da. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch mit der Bahn, ging hier um den Ausbau ICE vor allen Dingen. Ja, dann war ich in Erlangen bei meiner Kollegin Martina Stamm-Fiebig. Da haben wir uns die Kirche angeguckt, die dringend saniert werden muss. Und ich hatte auch einen schönen Insta-Talk mit Ronny Arendt, unserer Landtagskandidatin für Bamberg-Land. Ja, und die Woche war auch im Zeichen der Schule. Erst war ich in Berlin, hatte zwei Schulen zu Besuch. Zum einen die Don Bosco-Schule Stappenbach. Ich hatte das Arnold-Gymnasium aus Neustadt bei Coburg bei mir und ich war in Bamberg im ETH-Hoffmann-Gymnasium, hatte da wirklich tolle Diskussionen mit den Schülerinnen und Schülern, die wirklich total interessiert sind an dem, was hier gerade so passiert und vor allen Dingen erwarten sie Antworten von der Politik. Also das war ganz schön anstrengend und hat mich also ziemlich gefordert. Ja, eine ganz spannende Diskussion erlebte ich in Hallstatt beim Wirtschaftsclub. Die hatten sich eingeladen, unsere Bundesbildungsministerin, Frau Stark-Watzinger. Und das war wirklich ein interessanter Austausch zwischen Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer. Wie kriegen wir Fachkräfte gesichert und vor allen Dingen, wie kriegen wir das Bildungssystem hierfür auf Vordermann? Ein etwas entspannterer Austausch war dann am Donnerstagabend beim Behördenabend, zu dem die Bundespolizeischule eingeladen hat. War wirklich ein toller Abend und hat auch etwas lang gedauert. Aber es war schön. Ja, und am Wochenende seht ihr mich wahrscheinlich auf dem Forchheimer Bierkeller, weil die Kreishandwerkerschaft Forchheim lädt hier zum Frühschoppen ein und da gehe ich natürlich gerne hin, weil Handwerk hat nicht nur goldenen Boden, Handwerk ist wichtig für unsere Zukunft.